Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und wie ihr sehen könnt, es geht heute weiter an dem Old Republic Cruiser von Mold King, die 21002 mit 8338 Teile. Ich bin in Anleitung B und warum ich schon weitermachen kann, obwohl mir letztes Mal Teile fehlten, das erzähle ich euch nach dem Intro. So, und zwar konnte ich nämlich schon ein bisschen weiterbauen. Ihr seht es, die Schnauze habe ich da vorne noch nicht dran, was es aber auch, glaube ich, nicht schlimm ist, weil die kann ich nachträglich ransetzen. Deswegen baue ich jetzt gerade den ganzen Seitenverkleidungspart, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn ich das Ding nachher noch umdrehen möchte und auf diesen Ständer bauen. Da seht ihr noch ein Teil, was auch zu dem ja, Part vorne an der Spitze gehört. Ich habe hier schon ein paar Seitenteile rangebaut. Das sind diese hier. Die sind auf beiden Seiten und hier habe ich so ein bisschen verkleidet. Hier vorne wird die Spitze rangeschoben und hier durch die Pinlöcher im Prinzip befestigt. Da kommen nur zwei Pins rein. Das ist natürlich nicht allzu. Nee, Moment. Eins, zwei, drei, vier Pins. Da. Ja, doch, da wird es befestigt an vier Pins. Ups, ich filme hier wild in die Gegend. Und jo, das Ganze. Und zeige ich euch dann, wenn es soweit ist und die Teile da sind. Das Ersatzteile bestellen war ein bisschen schwierig bei Bavier, weil ich kommuniziere wahrscheinlich auch da mit einer anderen Person als, ja, wahrscheinlich, wenn man über den normalen Support geht, wenn ihr das gekauft habt. Ich habe ja da einen anderen Kontakt bei Bavier wahrscheinlich, also denke ich, keine Ahnung. Und ja, das war ein bisschen schwierig, meine Ersatzteile klar zu machen, welche fehlen. Eigentlich muss es ein Beutel in Tüte 11 sein, aber sie wollten dann jede Seitenzahl haben und ich habe dann jedes Teil mit einem Pfeil auf dem Bild markiert und per WhatsApp rübergeschickt. Ein bisschen anstrengend, aber ich hoffe, ich bekomme jetzt meine fehlenden Teile. Viele von euch sagten ja, die sind vielleicht in der anderen Tüte, in der darauffolgenden. Ich habe alle Tüten durchgeguckt. Es kommen noch mal Teile, die ja zu diesem Bauschritt gehören. Aber nicht alle und es sind auch nicht alle Teile, ja, die ich dann benötige, da gewesen und die anderen Teile in den anderen Bauschritten gehören auch in diese Bauschritte. Da habe ich danach geguckt. Also mir fehlt wirklich ein kleiner Beutel aus Tüte 11. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ich hier drin gemacht habe. Da habe ich nämlich Technikachsen genommen und das Ganze nochmal selber, ja, Stabilität gegeben. Die habe ich einfach oben und unten schräg verbunden. Hier hinten auch. Das Ganze gibt dann ein bisschen mehr Stabilität dem Ganzen, damit es nicht auseinanderfliegen kann. Man kann es gut greifen, so jetzt momentan in der Mitte. Und da habe ich ja nicht so viel Angst, dass es mir irgendwie auseinanderfliegt. Ich habe hier auch überall noch schwarze Plates drüber gemacht, die ich dann auch noch mal überbaut habe, über die ganzen Elemente, die im Prinzip ja aneinandergesetzt sind. Da habe ich dann immer noch mal eine Verstärkung eingebaut, um den ganzen Rahmen noch mehr Stabilität zu geben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, weil der Rahmen doch sehr, er ist stabil, aber nicht so stabil, wie man sich es erhoffte durch irgendwelche Pins. Ich habe dann ja, lange Pins genommen und die dann auch durch die beiden Technikstangen durchgedrückt. Ihr seht es zum Beispiel hier, ich hoffe, ihr seht es, da unten habe ich so eine Pinachse genommen, die durch zwei aneinanderliegende Bricks durchgeschoben werden kann und dann am Ende so eine Achsaufnahme hat. Das brauche ich zwar nicht, aber es stört da auch nicht, weil da kommt jetzt nichts groß, was überlappend ist. Und wenn es so ist von oben, wenn ich da noch was raufbaue, dann kann ich es immer noch wieder abnehmen oder rausziehen, die Pins. Im Moment ist es ja die Unterseite, die ich baue. Das ist soweit auf jeden Fall für die Stabilität, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jo, jetzt habe ich eine Menge geredet über den Teil hier. Ich gehe wieder zurück und zeige euch, was ich jetzt baue. Und zwar baut man jetzt eine gesamte Seitenverkleidung für das Ganze hier. Das sieht dann am Ende, ich zeige euch mal, wie es aussieht, so aus und wird dann am Ende da an die Seite rangebaut. Und das Ganze, ja, baut man im Prinzip zweimal. Ich befürchte sogar gerade, nee, ich befürchte nicht, oder? Hätte ich das sogar zweimal bauen müssen? Identisch, ne? Sonst muss ich halt alles nochmal bauen. Aber nee, dann fehlen mir jetzt aber auch Teile. Nee, gehen, das kann nicht sein. Also man baut auf jeden Fall für beide Seiten diese Dinger. Ich wundere mich nur gerade, weil das jetzt hier schon auf der einen Seite angebracht ist. Oder ich habe jetzt hier irgendwas übersehen und man baut schon den zweiten Part. Ich habe zu weit geblättert. Ich glaube, ich habe zu weit geblättert. Ja, ich habe zu weit geblättert. Okay. Ja, nee, da baut man den zweiten Part. Okay, ja, alles klar. So, viel Gerede um viel Verwirrtheit.
meinerseits. Diese Seitenverkleidung baue ich jetzt, ist unabhängig von der Schnauze, wo mir die Teile fehlen. Man hat hier extrem coole Bricks. Guckt euch mal jetzt hier Tüte 14 an. Da sind wirklich massenhaft krasse Bricks. Wer also selber gerne Star Wars Modelle mocken möchte, hat hier auch Steine ohne Ende. Auch hier diese, ja, wie nennt man die? Slopes, keine Ahnung. Sehr, sehr cool. Viele, viele Plates. Natürlich aber in Rot, weil es der Unterbau ist. Aber das ist schon krass, krass viele Steine, die man hier für sein Geld bekommt. Vor allem große Steine. Das finde ich an dem Set auch wirklich gut. Man hat nicht so viel Kleinkram. In jedem Bauschritt ist das die Tüte Kleinkram, die dabei ist. Also die Brille gehört nicht dazu. Ne? Das ist meine. Aber das ist hier halt das, was man an kleinen Bausteinen hat. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Der Rest sind alles große Bausteine. Das ist dann so die nächsten kleineren Tüten. Man hat nicht so viel gepuzzelt. Das ist ja manchmal bei den Dingern wie Monarch und so anstrengend, dass man tausende kleine Steinchen aufbringt. Das ist hier nicht und das gefällt mir ganz gut. Dadurch baut es sich ganz gut und hat auch noch eine gewisse Stabilität bei der Größe. Über die Stabilität will ich trotzdem nicht allzu viel sagen, weil ich bin noch weit von der Komplettierung entfernt. Im Moment ist es noch alles okay. Durch meine Verstrebungen und Verstärkungen sieht das auch noch alles gut aus. Aber noch steht das Ding nicht komplett auf seinem Ständer. Demnach will ich noch nicht zu früh loben. Im Moment bringt es Spaß. Abgesehen von fehlenden Steinen. Aber das kann mal passieren bei China-Sets, dass man dann mal einen fehlenden Beutel hat. Ich berichte euch, sobald der fehlende Beutel da ist. Ich kann auf jeden Fall weiterbauen und das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt keinen Baustopp, wie beim letzten Mal gedacht. Ich habe in die Anleitung geguckt und dachte mir so, hey, die Schnauze ist unabhängig vom Rest, bau doch einfach weiter. Und ja, das tue ich jetzt. Also weiter geht's. Viel geredet, viel Dünnsinns, viel Zeit verbraucht und wenig geschafft. Aber das ändert sich jetzt. So, Bauschritt 14 habe ich jetzt beendet. Und das sieht mal so cool aus. Guckt euch diesen riesigen Tornister an, den ich hier gebaut habe. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, das wird jetzt an die Seite angebracht mit lauter Pins. Und ich hoffe, dass das reinpasst. Ihr seht hier diese komische Konstruktion, die ich in der Mitte gemacht habe. Das ist mein Eigenentwurf. Um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen, weil diese Steine hier, die, Moment, ich kann das gerade schlecht zeigen. Diese Steine hier sind einfach nur oben angenobbt und gehen dann auch gerne ab. Ich habe jetzt einfach diese Verbindung hergestellt, um da so ein bisschen Druck drauf auszuüben, dass die auch in Position bleiben. Das dann nochmal verstrebt hier, damit da nicht irgendwas aus der Position kommt. Ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, keine Ahnung, aber es drückt auf jeden Fall die Steine in die Position, dass sie da bleiben. Und es war mir irgendwie ein bisschen sicherer, als das jetzt einfach nur angenobbt zu lassen. Ich glaube, das ist ganz okay. Und es ist jetzt nicht viel Gewicht mehr, was da dran kommt. Jo, dieses Riesenteil muss ich jetzt noch einmal bauen. Beim ersten Mal hat Spaß gebracht, beim zweiten Mal wird es nicht so viel Spaß bringen, weil es ist wieder genau identisch, was ich da jetzt gleich bauen muss. Es kommt halt auf beide Seiten. Ich bringe das Teil aber noch nicht an, weil ich das Ding noch so besser bewegen kann, das ganze Raumschiff, wenn ich diese Seitenteile noch nicht angebaut habe. Und vor allem stehen, glaube ich, diese Dinger hier dann weit über. Ich werde das gleich mal kurz ranhalten und mal schauen, aber ja, ich befürchte, ich lasse es erstmal noch ab und gucke erstmal weiter, was ich jetzt noch so alles dran baue. Diese Seitenteile kann man später immer noch gut befestigen, hoffe ich. Okay. Ich werde zum nächsten Bauschritt übergehen, was im Prinzip die gespiegelte Seite ist. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil es einfach dann nochmal genau das gleiche Teil ist, was ich hier baue. Hier seht ihr es. Das werde ich optisch vielleicht einen ganz kleinen Tick anders als auf der einen Seite. Aber ansonsten sieht das alles schon identisch aus. Ja, da kommen diese komischen Gestänge hier, diese Antennen. Den kommen da nicht ran. Das ist dann auch schon mal ganz gut. Dann ist es nicht ganz so wackelig. Aber ihr seht es, es kommt da einfach genau dran. Und dann geht es weiter am hinteren Bereich. Und jetzt stellen wir anscheinend das Schiff auch schon auf den Ständer. Das bedeutet, es wird dann schon aufgenoppt. Gut, das bedeutet eigentlich, könnte ich die Seitenteile doch schon anbringen. Muss dann aber jetzt wohl auf die Schnauze warten. Es sei denn, ich lege es einfach erstmal lose auf und baue dann weiter und gucke dann mit der Schnauze, wann die kommt
Oder ich bringe das Teil vielleicht auch. Na, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, da fehlen mir noch Teile. Das bringt, glaube ich, noch nichts. Also, ja, ihr seht, ich bin gerade viel am Mutmaßen wieder, weil mir Teile fehlen. Ich werde mal sehen. Okay, Aufbauvideo 2 wird etwas kürzer, weil jetzt werde ich erstmal auf die fehlenden Teile warten. Ich muss jetzt tatsächlich die Spitze anbauen, die ja bei mir nur jetzt so weit gerade ist. Das Teil muss jetzt auf den Ständer gedreht werden, weil man auf oder an dieses hintere Teil jetzt Sachen anbaut, die dann ein bisschen über dieses Teil, wo dieser letzte Tornister aufliegt, da hinten auf der Base. Der muss jetzt so ein bisschen umbaut werden und das geht dann wohl besser, wenn man es auf dem Ding stehen hat. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal unterbrechen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe im Prinzip das jetzt hier angebaut, hier vorne ein bisschen verkleidet und diese Seitenteile ran gemacht. Die sind allerdings wirklich richtig gut, weil da kann man das Modell jetzt gut anfassen. Die sind mit mehreren Pins an der Seitenverkleidung, am Seitengerüst angebaut. Und man kann wirklich mit beiden Händen seitlich zupacken und das Ding dadurch gut bewegen. Beim Drehen ist es ein bisschen umständlich. Da habe ich es auf mein Bein gelegt mit dem einen dicken Tornister hier und habe es dann rumgefasst und konnte es einmal drehen. Wollte es schon auf den Ständer packen, habe es aber erstmal noch gelassen. Ihr seht es schon, ich habe diese Halterung hier unten schon ran gemacht, weil die kommen dann hier in diese Öffnung rein. Die habe ich schon mal befestigt, um das nicht mit dem ganzen Schiff nachher ausbalancieren zu müssen, weil der Rest liegt eigentlich nur im Groben auf. Auch hier sind zwar Noppen, aber das liegt wohl nur seitlich an diesen Dingern auf. Da wird nichts aufgenoppt. Aufgenoppt werden nur diese Teile hier. Deswegen habe ich das ein bisschen entspannt, ja, da schon rangebaut. Dann kann ich das nämlich schön da einfädeln und dann sitzt es, wie es sitzen soll. Ich habe hier unter, ich hatte noch durch meine VIP-Wand 16x32 Wangeplates, also Baseplates, die habe ich hier jetzt drunter gebaut. Dadurch hat das ganze Ding eine bessere Stabilität bekommen. Es ist noch nicht mega stabil, aber ich muss jetzt keine extra Plates kaufen. Man kann jetzt das ganze Gestell anfassen, ohne dass es sich wabbelig durchbiegt. Das finde ich schon mal wirklich Vorteil und das Schwarz darunter finde ich auch wirklich nicht schlimm. Diese transparenten Ständer, also man sieht sie eh, ob sie schwarz oder transparent sind. Ich finde, das macht eigentlich bei so einem Ständer nicht viel Unterschied. Demnach habe ich die schwarzen Plates da drunter gehauen. Sieht immer noch gut aus, steht ja eh auf irgendeinem Tisch oder irgendwas. Das bedeutet, da drunter hat man eh irgendeine Farbe, weil sie durchguckt. Ich bin da aber so ganz zufrieden mit, weil es ist wesentlich stabiler geworden. Jo, das Ding sieht gewaltig aus, ihr seht es. Da hinten kommt jetzt noch einiges dran, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil man muss jetzt diese Düse hier wieder rausziehen. Da ist allerdings irgendwie in der Mitte eine Konterachse drin, die mir schon mal rausgeplumpst war. Ich hoffe, ich bekomme es dann wieder rein. Da muss man nämlich jetzt was drunter bauen irgendwie. Ich bin gespannt. Mal schauen. Vielleicht bekomme ich es auch so ran, ohne dass ich das ganze Ding abbauen muss. Ja, diese Düsenfraktion hier hinten ist ein bisschen fragil und wackelig. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst dran weiterzubauen. Aber ja, dazu im nächsten Video dann mehr. Ich bin echt gut vorangekommen und was ich bis hierhin sagen muss, es ist wirklich ein anspruchsvolles Set. Ich würde es nicht einem Anfänger empfehlen. Also wer das hier baut, sollte schon irgendwie ein, zwei Erfahrungen mit größeren Mold King Sets gesammelt haben. Vielleicht dann so mit der Eclipse anfangen, weil die fand ich bautechnisch wirklich einfach gestaltet, obwohl es ein Riesenset war. Das Ding hier ist anspruchsvoll, aber bisher ist es schaffbar. Also ich bin gespannt, ob da jetzt noch was kommt, was mich richtig zum Verzweifeln bringt, weil im Moment ist es okay. Ich habe zwar Parts, wo ich manchmal ein bisschen friggeln muss, so wie diese Seitenteile in die ganzen Noppen- oder Pin-Vorrichtungen reinzukriegen. Das sind ja bestimmt 12 Pins auf einer Seite oben und unten halt jeweils gewesen, also 6 und 6 oder 8 und 8, keine Ahnung. Da muss man schon ein bisschen schräg ansetzen. Einen Pin versuchen irgendwo reinzukriegen und dann muss man ein bisschen blind drücken in der Hoffnung. Also man kann auch ein bisschen sehen, wo man ist, aber halt so ein bisschen blind versuchen, da reinzukommen. Das war ein bisschen anspruchsvoll, aber ich habe es relativ schnell hinbekommen. Ich sag mal so, pro Seite habe ich 3 Minuten gebraucht, dann war das Ding versenkt. Also das, man kann auch gut drücken, weil das Teil sehr stabil ist. Ich habe ja noch diese Achskonstruktion, na, wie nennt man die? Technikträger da.
habe ich ja noch Liftarme, keine Ahnung, wie man die nennt, Träger. Ich habe sie ja noch quer so ein bisschen eingebaut, damit das ganze Ding noch ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, weil man auf dem Teil rumdrückt. Ob es jetzt wirklich was bringt, meine Stabilisierung. Aber ich sag mir, Technikstangen mit Pins irgendwo immer quer reindrücken, die dann irgendwie den Hohlraum stabilisieren, ist meistens nicht verkehrt. So wie ich es ja auch hier innen im Gerüst gemacht habe. Nochmal als Hinweis, das Set bekommt ihr auch definitiv bei Bavier im Europalager. Also ne, ihr habt keine Zollangst oder irgendwas, weil es kommt aus dem Europalager. Meistens dauert das 3 Tage, dann ist es da, weil die Sachen, soweit ich das mitbekommen habe, in Frankfurt gelagert werden. Da kam auf jeden Fall bisher meine Europasets her. Wer das Ding haben möchte, ich verlinke euch das Set bei Bavier im Europalager. Könnt ihr natürlich da zuschlagen und euch das besorgen, wenn ihr auch Bock drauf habt auf ein anspruchsvolles, gutes, gut, ja, werden wir noch sehen, ob es am Ende gut ist, aber halt ein sehr anspruchsvolles, gut aussehendes Set. Gut, ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, das kleine Video hat euch trotzdem gefallen. Ich finde, ich habe relativ viel geschafft, weil es große Elemente sind, die man angebracht hat. Demnach wird hoffentlich das nächste Update dann auch das letzte sein. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viel ich jetzt noch hier in meiner Kiste habe. Das ist jetzt... Oh, es sind noch ein paar Tüten. Also 5 große Beutel haben wir da noch. Ich bin noch sehr gespannt, wo das alles noch hin muss. Aber jo, es macht Spaß. Demnach sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne einen Kommentar, ob ihr irgendwo, wenn ihr das gebaut habt, hier schon Probleme hattet. Und ein Abo natürlich da lassen, wer sehen möchte, wie der ganze Spaß hier endet und ob ich es wirklich bis zum Ende schaffe. Wenn ich das Ding bis zum Ende wirklich schaffe, ist es optisch eines meiner Lieblingsraumschiffe bisher, weil es sieht wirklich, von den Farben mag ich diese Mischung aus Weinrot und Weiß sehr, sehr gerne, also Dark Red, ja auch glaube ich genannt. Das gefällt mir wirklich richtig gut und das sieht schon cool aus, auch mit der Light Bluish Gray Mischung und so. Schönes Raumschiff, tolle Farben. Wenn es fertig ist und hoffentlich steht, auch ein wirklich tolles Set. Dazu bald mehr. Okay, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.